Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Ihr müsst heute nicht wach bleiben und euch in den Schlaf weinen, weil keine Folge kam, sondern wir machen jetzt direkt weiter. Haben gestern einen Winstreak von 69 bei Eden erreicht im Stream. Jetzt machen wir weiter hier mit Random Streaks. Der Link zum Stream ist übrigens in der Beschreibung, falls ihr euch fragt und vielleicht wisst ihr schon und seid schon am Schlafen. Wie schnell schlaft ihr so ein? Na, wie viele Minuten? Okay, ich habe ja gelesen, die meisten schlafen ja ein, ist richtig. Na, alles Hard Mode, Random, genau. Die meisten schlafen ein, indem sie es auf dem Handy gucken und dann geht das Handy automatisch aus. Ich weiß gar nicht, ob meins sowas machen würde. Oh, Judas, wenn jetzt eine Superform kommt und uns wegklatscht, sind wir am Arsch. Hier ist keine Superform, die uns wegklatscht und ich hoffe jetzt sehr, dass wir ein billiges HP-Upgrade im Itemraum finden. Vielleicht sogar der Relic, das wäre sogar ziemlich nice. Das wäre nicht billig, das wäre ziemlich, ziemlich krass, Mann. Okay, zum Glück wurden wir da nicht gehittet. Das nehme ich nicht mit, höchstens für die Mom-Transformation, so. Okay. Tja, auf jeden Fall habe ich euch ja erzählt, dass ich auf jeden Fall auch besser einschlafen kann, wenn irgendwas im Hintergrund läuft. Deswegen haben wir uns überlegt, wir holen uns irgendwie, oh Gott, hier ist eine Superform, wir sollten mal aufpassen. Wir holen uns einfach fürs Schlafzimmer einfach einen billigen Fernseher. Muss jetzt kein High-End-Superfernseher sein. Und warte mal, ist hier vielleicht, okay, da ist ein blaues Herzchen, sehr schön. Damit man den wenigstens laufen lassen kann. Das einzige Wichtige, was er haben muss, es muss nicht mal HD sein, es muss einfach nur einen Timer haben. Womit er sich einfach von selbst ausschaltet. Das ist das Einzige, was er haben sollte. Sehr gut. Da war die Nonhaube, ne? Die Nonhaube war früher so ein ziemlich geiles Item, worauf man ziemlich abgegangen ist, ne? Mittlerweile ist es gar nicht mehr so dringend. Also ich sehe die Nonhaube und denke mir, okay, ja, ist ganz nett, das Item zu haben, aber von mir aus können wir es auch liegen lassen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir ein blaues Herzchen haben. Und ich bin froh, dass unser Kollege hier genug Damage hat, um viel Damage zu machen. Ja, tatsächlich, klingt logisch, ne? Verdammt nochmal, komm jetzt her. Komm jetzt her, komm jetzt her, komm jetzt her. Okay, weißt du was? Ich setz das hier ein. Hol mir deine Batterie, damit ich einfach schneller fertig bin. So ein bisschen die Nerven sparen hier. Zack, zack, zack. Na, auf Wiedersehen, ihr Schwächlinge. Clear ich noch die Ebene? Ich glaube, ich clear noch die Ebene. So, nimm mal mit. Wir haben ja noch eine Batterie. Oh, zum Glück sind das Fliegen, die einen verfolgen, Mann. Ich dachte, ich muss jetzt hier warten, bis ihr dort rauskommt. So, auf Wiedersehen. Was haben wir hier? Noch eine Münze. Perfekt. Hätten vielleicht sogar nichts rausspringen müssen, aber vielleicht hätten wir es ja auch bis hierhin gar nicht überlegt, hätten wir jetzt nicht das blaue Herzchen gekauft. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier noch in der Nähe vielleicht... Ah, ich glaube, der Geheimraum ist hier links, oder? Ja, sieht sehr, sehr, sehr danach aus. Pass auf, ich setze das Buch ein. Ich hoffe, die Batterie konnten wir einsammeln. Nicht, dass sie irgendwo ist, wo wir sie nicht kriegen können. Die Pille setze ich auf jeden Fall noch nicht ein. Nope, 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 nope. So, die Batterie ist hier. Der Geheimraum könnte auch hier sein, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Wie sieht's von dieser Seite aus? Oh, es gibt zu viele Plätze. Okay, ich lasse es mal. Ich spare meine Bombe. Und töten jetzt erstmal diese Turtlings hier. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wir sollten gut Damage machen, oder? Yep, der erste ist schon gleich Geschichte. Heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Dieser Kampfraum, ne? Den sehe ich so selten. Ich kämpfe allgemein sehr selten gegen dieses Mistvieh. Gegen diese Mistviech, ja. So, hier sind noch mehr Pillen. Oh. Ist das ein Pillenrun, Pretty Fly? Ah, oh, relax. Okay, ich relax, ich relax, ich relax, ich relax. Alles gut, alles gut. Das hier ist... Okay, das hier ist Pretty Fly nochmal und das hier ist nochmal Bad Gas. Okay. Es war jetzt nicht so schlimm. Es war jetzt nicht so schlimm. Auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass man ohne Pillen viel glücklicher ist, Mann. Und das ist doch wahr. So. Burning Basement. 100% Devil Deal Chance. Das ist das, was ich sehen will auf jeder Ebene. Danke. So, Judas wird natürlich, wenn wir einen Devil Deal bekommen, nehme ich ihn mit. Ich werde jetzt nicht auf Angel jetzt gehen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da kann was richtig fieses, mieses spawnen und darauf habe ich keinen Bock. So, bis jetzt ist es noch ein No-Hit-Run, ne? Lass mal versuchen, einen No-Hit-Run zu bekommen, okay? Let's go, Mann. Ich werde kein einziges Mal getroffen in diesem ganzen Run. Let's do this shit. Oh, war das in der letzten Folge, wo ich... Oh Gott, 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 oh Gott. War das in der letzten Folge, wo ich aus Kackhäufchen oder aus dem Feuer zwei Herzchen bekommen habe? Wie krass war das denn nochmal, Mann? Alter Schwede, der hat ja voll den krassen Auslauf. Oh Gott, Burning Basement, dann alles ist so dunkel. Okay, pass auf, so verschwenden wir keine Bomben und kriegen jetzt hier noch einen Bonus. Sehr gut, Feuer ausmachen. Mal gucken, was in der Kiste drin ist. Vielleicht ein leckeres Trinket. Okay, weiter geht's. Diesen Raum, wir one-hitten die nicht. Oh Mann, das ist immer wieder traurig. Von diesen kleinen Kackhäufchen gibt es gar keine Superform, oder? Fällt mir gerade auf. Von diesen kleinen Kackhäufchen gibt es keine Superform. Okay, es gibt ja von vielen Fliegen auch. Oder Spinnen haben ja auch keine Superform. Die ganz normalen Spinnen. Also ich rede von den ganz, ganz, ganz normalen Spinnen. Was haben wir hier drin? Restock. Okay, okay, okay. Ich würde gerne das blaue Herzchen haben, ehrlich gesagt, weißt du? Ich meine, das wird ja ein No-Hit-Run, aber für den Notfall, du weißt. Okay, hier setzen wir das Buch ein, das gefällt mir nicht.
Das gefällt mir ganz und gar nicht, diese Kollegen hier. Nope, 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 nope. Okay. Okay, Bad Gas hätte man auch triggern können. Und schön mit bisschen Gift arbeiten können, aber das wäre mir ein bisschen zu riskant, so. Ich hoffe, wir kriegen es nur jetzt aufgeladen. Ah, da ist schon der Boss. Aber wir haben hier noch einen Raum, da könnte ein Gegner drin sein. So, so viele Superformen, das ist irgendwie sehr merkwürdig. So viele verdammte Superformen. Oder wir machen den Boss jetzt einfach, was soll schon passieren? Ranger, das ist gut, Mann. Let's go, machen wir den Boss fertig. Das ist Monstro, alles klar. Nur ein bisschen geschmeidig ausweichen und die Sache ist erledigt, nicht wahr? Eine kleine Bombe vielleicht legen, ist so ein kleines Sahnehäufchen. Ein leckeres Sahnehäufchen. Ich sehe hier gar keine Steine, also keine blauen Steine. Also wenn ich hier welche übersehe, tut mir sehr leid. So. Wir machen einen No-Hit-Run. Lass mal gucken, wie weit wir es schaffen, ohne Hits zu bekommen. Let's go, Mann. Yes. Und Devil Deal ist da. Ah, die Spritze. Wir haben aber dann nur ein Herzchen, wenn ich jetzt den Devil Deal mitnehme. Da ist ein Buch, das uns Leben gibt. Oh, warte mal. Ich würde es gerne für die Transformation einfach nur haben, weißt du? Einfach nur für die Transformation. Damit wir nur noch ein Buch brauchen. Aber es ist auch ziemlich cool eigentlich. Und das andere Item ist auch ziemlich cool. Das Buch. Ich werde sicherlich auch so ziemlich stark sein, deswegen nehme ich dieses Buch jetzt mit. Okay, scheiß auf das andere Buch. Sorry, Mann, sorry. Oh, der Itemraum fehlt noch. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, ja. Habt ihr gut aufgepasst, Mann. Ich bin stolz auf euch, auch wenn ihr am Schlafen seid. Das Schnarchen nervt zwar ein bisschen, aber hey. So. Zack. Das nehme ich mit auf jeden Fall, ist ja jetzt nicht so schlecht. Aber es ist ein Item, das auf jeden Fall nicht viele Fans hat. Ich dachte mir erstmal, boah, das ist voll geil, Mann. So Blutungsschaden, aber irgendwie ist Blutungsschaden eigentlich so wie Giftschaden. Nur das gibt eine gewisse Anzahl, wird abgezogen, ne? So war das ja. Komm, schnappen wir uns auch noch das hier. Eigentlich hätte ich jetzt auch Book of Belial mitnehmen können. Ach, ich weiß doch nicht, was ich haben will. Wenn der Devil Deal offen ist, nehme ich Book of Belial mit. Okay, ich nehme es mit, ich habe es gesagt, ne? Ich halte mein Wort. Ich halte mein Wort, Mann. Wird so oder so ein No-Hit-Run. Let's go. Kein einziges Mal werde ich getroffen. Ich mache den Boss-Push, ich mache Hash, ich mache Delirium, ich mache alles in diesem Run. Ich vernichte einfach alles, sage ich dir. So, erstmal das einsetzen, weil wird ja eh aufgeladen. So. Sehr gut. Okay. Das ist halt der Vorteil, dass es so eine 3-Aufladungen ist. 3-Aufladungen-Buch. So. Oh, wow. Die One-Hitten wir auch, oder was? Heilige Scheiße. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir finden gleich noch ein Buch. Damit wir die 2020-Transformation haben. Die Bookworm. Ich nenne sie mal 2020, Mann. Das hat sich eingebrannt bei mir. Ich habe sie mal aus Versehen so genannt und boom. So heißt sie jetzt immer. Danke, Gehirn. Ah, das ist ziemlich nervig. Allein schon diese Pilze hier. 10 Damage. Holy shit. Das sollte die Pilze ganz gut schmelzen lassen. Und nicht vergessen, wir haben noch Bad Gas. Und vielleicht finden wir noch ein paar Pretty Flies. Warte. Hier am Anfangs... Im Anfangsraum. Ist das so ein... Nee, okay. Ich dachte, das ist ein Ding, das uns Pillen droppt. Okay, wir müssen uns mal merken, wo wir hingehen. Nach oben und nach links. Schön merken, wo wir hingehen. 1, 2, 3. Boah, du hältst mehr als 3 aus. Mehr als 4. Was zum Teufel? Seit wann sind die so tanky? Okay, diese Kollegen hier, zum Glück war das kein Raum, die auf einen. Wo diese Spinnen, die auf einen zurennen, die sind ekelhaft. Okay, zack, 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 zack. Boom. Jeder Schuss hat gesessen, Mann. Aiming like a. Jemand, der gut aimen kann halt, ne? Scheiße, wie sahen die Pretty Fly Pillen aus? Egal. Der Itemraum ist hier in der Nähe, das ist schon mal sehr gut. Und the Relic bekommen. Okay, langsam wird's gruselig, Mann. Sprach-fucking-Steuerung. Okay. Ich werde abgehört, Mann. Aber viele von euch wissen ja auch nicht, dass wir, wenn ihr ein YouTube-Video anklickt, dass die YouTuber Aufzeichnungen von euch bekommen. Wenn ihr eine Webcam habt, wie ihr dieses Video guckt. Viele wissen das ja von euch auch nicht. Ah, ihr hättet euer Gesicht sehen sollen. Sondern Spaß, Mann. Sondern Spaß, aber schickes rotes T-Shirt. Und ich wurde getroffen, Mann. Scheiße. Für meinen schlechten... Oh. Streak neu starten, ne? Streak neu starten. Ich will dieses Item haben. Das macht Damage ab. Ich will's haben. Gib, 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 gib. Nicht diese Pille hier. Nicht diese Pille. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Geld zusammenkriegen. Hätte ich das andere Devil Deal Item mitgenommen, hätten wir genug Geld. Aber mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Noch 6 Münzen. Yes. Hätte ja sein können, dass da ein schöner... Magic Mushroom drin ist. Jetzt freue ich mich gerade, Book of Belial mitgenommen zu haben, weil das wäre sonst irgendwie doppelt gemoggelt, ne? Relic gibt uns auch schon genug Leben, wenn nicht sogar zu viel. Relic gibt alle 3 Räume. Alle 3 Räume ein blaues Herzchen. Und das Buch alle 6 Räume. Deswegen Profit machen wir hier. Profit. Boom, da ist es. Let's go, Mann. Wer ist es hier? Big Horn. Bringe ich dich um mit dem Buch oder nicht? Das ist die Frage. So, vielleicht kriegen wir gleich die Prinzessinnenkrone. Das wäre ziemlich cool.
Gut, ich mach dich mit dem Buch fertig. Das schaffst du, Mann. Ich werde aber jetzt nicht noch einmal getroffen, sage ich dir. Oh oh. Vielleicht war es gelogen. Oh, das ist eine Pille. Okay, was ist das für eine Pille? Das ist eine I can see forever Pille. Geheimräume suchen. Einfach mal vergiften, einfach ein bisschen extra Damage, ne? Kann man ja mal machen. Boah, das dauert so lange, bis der Typ stirbt. Wenn sogar viel zu lange. Okay, ich werde jetzt nicht mehr getroffen. Das dauert so lange, verdammt nochmal. Der hat so viel Leben. Ich habe einen 10er Damage, Junge. Nein, es gibt einen Trick, ne? Indem du einfach Bomben fütterst. Es müsste mehr Bosse geben mit solchen Gimmicks, oder? Jeder Boss muss so ein Gimmick bekommen. Wobei Larry Jr., der bräuchte eher mehr Leben. Noch ein zweites Teil für eine Transformation. Das ist sehr gut. Okay, Geheimraum. Erstmal alles auschecken hier. Hier ist der Supergeheimraum. Sehr gut. Noch mehr Pillen. Hier muss doch irgendwo eine Ranger. Ranger. Pretty Fly Pille? Die war rot. Okay. Explosive Diarrhea. Errorraum? Nein, aber wir sind am Anfang wieder. Sehr gut. Ich wollte eh hier hin. Oh, Bombe fehlt uns. Mal gucken. Vielleicht ist da genug Geld drin. Waren wir schon im Shop? Ich glaube, den Shop haben wir auch noch nicht gefunden, ne? So. Komm schon, komm schon, komm schon. Auf Wiedersehen. Rein hier. Das zählt nicht als Damage. Der andere Damage auch nicht. Okay, noch 4 Münzen. Wahrscheinlich wird das genau so richtig knapp. So richtig knapp werden. Genau, nach rechts sind wir, glaube ich, noch nicht gegangen. Yeps. Yeps, yeps, yeps. Ach so, stimmt. Ja, wir waren im Shop. Na klar waren wir im Shop, Mann. Ich will mir doch das Teil kaufen im Shop. Oh, diese Brainlags, ne? Und wenn wir jetzt hier keinen Dime bekommen oder einen Penny oder einen Nickel, meinte ich, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für euch. Okay. Sehr gut. Nee, die Hand muss erstmal wieder unter den Tisch. Alles klar, perfekt. Tja, leider fehlt uns jetzt ein bisschen Kohle, ha? Wir könnten aber gucken, ob wir im Shop jetzt nicht eine Bombe kriegen. Hier oben haben wir auch schon eine Bombe. Und damit die Steinkiste öffnen. Vielleicht lohnt sich das ja. Vielleicht ist da richtig viel Kohle drin. Diese Teile, weiß ich nicht, was die machen. Vorausgesetzt, im Shop war eine Bombe. War keine Bombe. Alles klar, gut, dann verzichte ich drauf. Auf Wiedersehen. Ich wollte es eh nicht haben. Denkt sich, das Spiel kann sich alles erlauben, ne? Oh, ich gebe ihnen jetzt hier dieses Item nicht und Nein, ich tanze nicht nach deiner Pfeife. Okay, was haben wir hier? Das ist geil. Mach auf, Mann, mach auf. Aber schön das einsetzen. Cricket Set vielleicht irgendwo, bitte? Ah, nicht mal eine Bombe, um die weiteren Kisten aufzumachen. Ach. Naja. Wir haben ja noch Zeit, nicht wahr? Wir haben ja noch Zeit. So, Attacke, 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 Attacke. 73% Chance auf einen Devil Deal. I like this, I like this. Nein, nicht hüpfen. Yes! Okay, sehr gut. Sehr, oh mein Gott. Süß, süß, süß. Du stinkst aus dem Mund wie... wie eine Kuh aus dem Arsch, ne? So, da hätten wir es. Na, droppst du mir vielleicht noch eine Bombe? Eine klitzekleine Bombe, komm schon. Eine Münze, okay. Jetzt haben wir genug Geld. Kann ich die Zeit zurückdrehen, bitte? Ah. So, okay. Noch mehr das. So viele Herzchen, Mann. Und schon wieder Curse of the Maze. Ich glaube, wir haben es gerade das erste Mal, oder? Egal, nervt mich. Den 3000 Stunden Isaac, die 3 Millionen Stunden Isaac. Da ist man schon ein bisschen angepisst. Okay, hier setze ich das ein, weil Pilze, die sind abgefuckt stark. Und halten viel zu viel aus. Viel zu viel aushaltet ihr tun. Meine Güte, selbst Superform hier. Die sind ziemlich crazy. Aber der Blutungsschaden ist ganz gut, glaube ich. Der macht doch... Ich muss mir mal das Item durchlesen. Und wir haben eine Bombe gefunden, sehr schön. Aber dafür auch einen verdammt ekelhaften Raum. Was erwartet das Spiel, Mann? Dass man hier Brimstone hat oder was? Was für ein Scheiß. So. Wieso hast du nicht noch mehr Gegner reingesteckt? Ich konnte mich noch halbwegs bewegen. Okay. Yes, yes, yes. Okay, sehr gut. Wir haben zwar eine Bombe, aber ich sammle jetzt noch eine, weil wir brauchen ja 2 Bomben, so gesehen. Relax, noch mehr Kackhäufchen und ich habe mich selber eingekackt. Scheiße. So. Mach kaputt die Scheiße hier und diesen Typen auch. Aber die ganzen Kackhäufchen lasse ich jetzt erstmal, weil ich habe keinen Bock, jeden Kackhaufen jetzt hier kaputt zu machen. Vielleicht kriegen wir gleich noch etwas Cooles. Brimstone zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, ne? Sprachsteuerung, wenn da jetzt Brimstone drin ist... Ich werde dieses Spiel deinstallieren und einen Aluhut tragen. Okay, let's go. Auch wenn ich glaube, dass da Krampus auf uns warten wird. Deswegen setze ich mal jetzt noch nichts ein. Der Typ ist ja auch eher schwach. Wenn man ihn denn gut hittet. Wenn man ihn denn gut hittet. Okay, sehr schön. Ich würde die Bombe so gerne gegen diesen Typen einsetzen, Mann. So gerne, ey. Das glaubst du gar nicht. Das glaubst du gar nicht, Mann.
Alter Schwede, den zu treffen, ne? Das ist richtig abgefuckt. Richtig abgefuckt ist das. Alter Schwede. Okay, er hat so ein Ding gespawnt. Bye, bye. Ey, guck mal, ich habe ihn voll erwischt, ne? Aber es juckt ihn nicht. Und das ist Krampus und wir haben die Mom-Transformation. Yay, yeah, eine von den drei haben wir jetzt. Jetzt fehlt noch die Spritzen-Transformation und die Buch-Transformation. Let's go. So, machen wir den mal fertig hier. Wahrscheinlich kriegen wir Brimstone jetzt in Form eines Kopfes. Okay, nein, ich dachte Krampus hätte. Was haben wir hier? Retrovision. Zensieren wir das Ganze jetzt hier noch alles, oder was? Gut, wir haben eine Bombe, wir haben einen Traum. Cricket Sadman. Das würde voll cool sein. Und ein bisschen helfen. Aber Kohle ist auch nicht schlecht. Kohle wird ordentlich wehtun. Da, guck mal, die One-Hitten wir sogar. Wenn wir auf Distanz kämpfen. Yes, und die Range ist ja auch ganz gut. Das heißt, wir kommen auch gut an. Ja, es läuft einfach nach Plan alles. Es läuft einfach wie geschmiert, sag ich dir. Gott, ey. Bisschen Shotspeed wäre jetzt nicht schlecht, tatsächlich. Was haben wir hier? Ah, den Sackkopf. Nehme ich mal mit, aber ich hoffe, dass wir noch eine Münze bekommen, damit ich 5 Münzen habe und vielleicht einen Arcade Room bekomme. Ist nie verkehrt, so ein Arcade Room. Okay, Pilze. Pilze, sagst du? Gut. Meine Antwort ist Book of Belial. Das Buch des Dämons. Belial. Belial. Okay, hey, ich habe deine Zunge gefunden. Jetzt kannst du mit mir reden vielleicht. Der ist immer so schüchtern. Die einzigen Geräusche, die er von sich gibt, sind Schmerzen. So. Yes, yes, yes. Si, si, si. Okay, und auf Wiedersehen. Ah, das ist genug Kohle. Sehr gut. Und ein Arcade Room ist ja auch hier gespawnt. Noch mehr Fliegen. Heilige Scheiße. Zählt das überhaupt oder war das früher ein Bug? Ich glaube, früher ging das sogar halbwegs. Okay, nee, die Bombe werde ich jetzt nicht verschwenden. Hör auf damit. Denk gar nicht erst drüber nach. Den Shop da. Okay, pass auf, wir machen jetzt erstmal eine goldene. Also eine Kiste auf. Vielleicht ist da auch eine Bombe drin. Oder ein schickes Item. Abstand halten, Abstand halten. Für richtig krassen Damage, yes. Meine Güte. Portale. Oh, Portale waren die beste Erfindung überhaupt. Hat nie jemand irgendwann gesagt, Mann. Hat nie jemand irgendwann gesagt. So. Wir kriegen jetzt sehr viele Säcke mit sehr vielen Batterien. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und das Messer könnten wir jetzt dir auf jeden Fall reinschieben. Gegner, die uns verfolgen, die haben auf jeden Fall die Arschkarte gezogen. Sehr gut. Statfinder? Nee, brauche ich nicht. Flup, flup. Okay, Schlüssel haben wir genug. Bombe fehlt aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh yes. Ruhig, ruhig. Ich nehme Bob's Brain mit. Ich nehme Bob's Brain mit. Ruhig, ganz ruhig. Alles ist toll. Alles ist wundervoll. Wenn auf der nächsten Ebene jetzt wieder Curse of the Maze ist, Alt F4 ich aus dieser Scheiße raus. Dankeschön, Maze, dass du mich durchlässt. Danke, danke, wirklich sehr, sehr dankbar bin ich dir. So, was haben wir hier? Depth 1, 36%, Devil die Chance und wir haben keinen Fluch. Gott sei Dank. Boom, erstmal voll in die Fresse das Ding geschleudert. Sehr gut, noch mehr Säcke mit unendlich Schlüsseln und eine Joker-Karte. Das ist schon meine Language, Mann, das ist meine Language. So, ich könnte natürlich jetzt Chariot einsetzen, dies, das und dann hier rein in diesen Zacki-Zacki-Raum, aber wir kriegen eh blaue Herzchen voll in den Arsch geschoben, ohne Ende. Deswegen juckt mich das nicht, Mann. Yes, wir haben jetzt genug Inhalt. Verdammt viele Batterien, aber wir haben genug Münzen und ja, Bomben und so, dies, das. Komm, und? Ja, voll vorbei. Voll vorbei. Oh, dieser Typ hier, komm zurück, Bobby. Feiner Bobby, feiner Bobby. Hyrofriend, wir haben genug Leben, das uns in den Hintern gestopft wird gerade. Okay, einsetzen und natürlich füttern. Denn wir sind ja verantwortungsvoll. Okay, gut, dann halt nicht. Komm schon, Bob. Yes. Ja, Bob ist schon ziemlich cool. Ich mag Bob, Mann. Der kann helfen. Man muss nur ein bisschen umgehen können mit ihm. Aber ansonsten macht Bob echt guten Damage. Und hier kann der Geheimraum sein. Hier. Ah, schade, Mann. Man sollte mit allen Mitteln kämpfen, die das Spiel einem gibt, nicht wahr? So, wupp, wupp. Ja, wir gehen nach oben. Ja, 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 ja. Und boom. Sehr schön. Seht ihr? Zack. Einfach mal frontal rein. Und dieser Schlüsselraum ist natürlich mega gut. Schlüsselproblem gelöst. Ist das eine Perforo? Blank Rune. Okay, High Priest. The Sun ist gut. Setzen wir ein. Boom.
Haben wir schon mal eine Ebene weniger, die uns ein bisschen nervt. Und wir sehen jetzt alles. Okay, den Geheimraum da, den hole ich mir per Shop. Und das hier öffne ich auch. Komm schon, gib mir den Schlüssel. Danke. Ah, blauer Stein, mein erster. Hey. Yay. Ich bin immer noch fasziniert, dass dieser The Rock auch Tears Up macht, ne? Ich wusste das echt nicht. Also ich wusste, dass er Speeddown macht, aber ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Dass er auch Tears Up macht. Ich bin ziemlich baff. So, was haben wir hier? Flop, flop. Und wir sind volles Magazin haben wir jetzt oben. Auf Wiedersehen. Vielleicht ein paar Luck-Up-Münzen. Wir haben nicht eine einzige Luck-Up-Münze. Komm schon. The Fool. Oh, stimmt ja. Ich wollte ja den Bossarsch erreichen und dies, das machen. Oh, es kann sein, dass ich ein bisschen gelogen habe. Was haben wir hier? Retrovision. Addicted. Speed Up. Oh, aber wir haben schon das Maximum an Speed. Wir haben doch schon das Maximum. Bist du dumm, Spiel, ey? Meine Güte, voll peinlich. Voll peinlich. So, hinlegen und... Oh, yes. Okay, gut. Hätte nicht gedacht. Das ist Haglas. Das setze ich hier ein. Und das haben wir hier. Two of Clubs. Sehr schön. Und Two of Diamonds. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall Money. Aber wie ich das Spiel kenne, kriegen wir auf der nächsten Ebene Ultra Greed. Ne, Super Greed. Ich verwechsel die mal. Sehr gut. Ach, diese dämlichen Geister. Habe ich ein schwarzes Herzchen? Habe ich nicht, Mann. Scheiße, Mann. Ich würde es gerne einsetzen. Einfach, um diese Geister schneller zu töten. Yes, das sind noch... Oh, noch zwei Stück. Zeig dich. Yes. Bing. Okay, Bobby. Dein Einsatz. Yes. Dein Einsatz ist pure Zerstörung. Und jetzt erstmal den Itemraum benehmen. Vielleicht können wir gleich auch mal ein bisschen pure Zerstörung zeigen. Piercing Shot zum Beispiel. Wäre ziemlich angenehm. Oder wir kriegen einfach Papa Fly. Hey, noch eine Transformationsteil, ne? Noch ein Transformationsteil. Hey, noch ein Teil für eine Transformation. Ich fass es nicht. So, relax. Schön eingesetzt und schön in Bewegung bleiben, dann kriegst du auch noch mehr Kackhäufchen. Chariot, let's go, Mann. Telepills, nee. Wir bleiben bei der sexy Joker-Karte. Ah, ein paar süße Engel hier vernichten. Hätten auch das Buch einsetzen können, aber naja. Zeig dich, dankeschön. Autsch, Bob. Bob, ich hab dich gelobt, Mann. Und du verletzt mich einfach so. Gut, einfach eine Bombe reinlegen. Das sollte auf jeden Fall gut helfen. So. Yes. Zack, Knöpfchen drücken. Das sind die besten Räume, wo du nicht lange dich aufhalten brauchst. Blub, blub. Und okay, ich habe gerade Angst gehabt. Ich dachte, wir sind schon bei Morm, aber eigentlich haben wir die gesamte Ebene geklärt. Yes, Mann. Gefällt euch der neue Spielstil, dass ich immer die Ebenen komplett clear und immer versuche, das Bestmögliche rauszubekommen? Gefällt euch das? Oh mein Gott, oder denkt ihr euch, mach schneller? So, ah, ihr spult eh vor, hä? Huh? Ihr spult eh vor. So, einer von denen ist tot und du auch. Was hast du denn da gespawnt? Wow, das sehe ich zum ersten Mal. Oh, wir kriegen sogar einen Devil Deal. Sehr geil. Und sogar ein geiles Item. Und wir kriegen jetzt die ganze Zeit Devil Deals, sodass wir die Joker-Karte einfach behalten können für die Kathedrale. Yes! Okay, let's go, man. Debt's a Curse of the Unknown. Oh, wir wissen nicht, wie viel Leben wir haben. Oh, das ist aber traurig. Weißt du was? Ich habe zu viel Leben, sage ich dir. Zu viel, Mann. Yes, das heißt, der Shop ist auf jeden Fall clean. Der Shop ist auf jeden Fall clean. Das gefällt mir. So, das Ganze hier einsammeln. Oh, wir haben keine Bomben. Wo sind die Bomben hin? Scheiße, Mann, wo sind die Bomben hin? Emperor-Karte. Oh, nein, ich bleib bei Joker. Wo sind die Bomben hin? Ich dachte, ich habe voll viele. Oh, da sind Bomben. Mach mal die Kiste hier kaputt. Danke. So, was haben wir hier noch? Hermit, 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 Hermit. Nope, nope, nope. Wir bleiben bei Joker. So, was ist hier noch Feines drin? Schlüssel und alles. Ah, ja, das macht Spaß, mal diese Teile hier einzusammeln. Aber immer noch keine Luck-Up-Münze. Keine von denen. Chariot und Hangman. Okay, gut. Was machen wir jetzt? Wir clearen jetzt diesen Raum hier oben. Zack, zack. Schwarz-Kackhäufchen erleichtert einiges. Autsch. So. Ah, der Damage stimmt aber noch nicht ganz, ne? Müsste ich ein bisschen nachhelfen mit Kohle. So, das ist mein Spiegelschrank. Ich habe den Namen vergessen, Mann. Aber das lohnt sich jetzt nichts. Auch für die Pillen nicht, die man da bekommt. Wir haben ja jetzt keine krassen Pillen gehabt. Höchstens Ranger würde jetzt noch helfen. Autsch. Bobby, du machst mir Panik, aber wir haben ja Relic, ne? Wir haben Relic. Relic wird schon... Relic ist unsere kleine Lebensversicherung, nicht wahr? Ja. So, Monstro, ich würde gerne mein Messer in dich stecken. Hast du was dagegen? Sehr gut. Und auf Wiedersehen. So, warte mal, warte mal, warte mal. Die Räume da rechts, ne? Boah, die sind bestimmt auch richtig besonders. Ah... Komm, nimm das hier mit und weiter geht's. Danke.
Okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, diese normalen Räume zu clearen. Wahrscheinlich ist da aber manchmal ein richtig krasses Item drin. Manchmal gibt es ja Räume, wo einfach ein Item in der Mitte ist. Ich habe das Gefühl, ich rede jedes Mal über diese Räume in jeder fucking Folge, oder? Es tut mir leid, Mann, ich hör auf. Ich hoffe zu reden. Vielleicht eine Folge, wo ich einfach nichts sage, als Spaß. Dann sage ich so, willkommen zurück zu Isaac. Und ganz am Ende sage ich, vielen Dank fürs Zusehen, auf Wiedersehen. Oh, das ist doch gut. Das ist doch gut, Mann. So, zack. Au, was für ein Scheiß. Und wir werden getroffen und es wird resettet? Du Drecksack. Okay, wie viel Leben habe ich noch, Mann? Ich will noch den Devil Deal mitnehmen, ne? Bitte sei keine Perfro. Es ist eine Perfro. Fuck, aber wir können rerollen das hier. Okay. Nee, ich will dann schon den Joker-Kater behalten. Ich will die schon behalten dann. Da. 12 Diamonds. Okay, der Shop. Ich komme. Ich bin gleich bei dir. Hoffentlich ist eine Reroll-Maschine. Das wäre ziemlich angenehm. Zack, zack. Boom. Okay, Bobby. Bobby, flieg und sieg. Ah, da haben wir noch einen Gegner gespawnt. Ekelhaft, wenn sowas passiert. Flap. Okay, was ist hier? Two of Us. Und das Batterienbaby, okay, nehmen wir auch mit. Den Schlüssel nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir wenigstens so ein bisschen Luck ab, weißt du? Indem wir ein bisschen Geld donaten. Ah, ich habe das Gefühl, wenn du auf den ersten Ebenen nicht Geld donatest, so ein bisschen, dann ist der auf der letzten Ebene. Also je weiter du kommst, ohne Geld donatet zu haben, desto höher ist die Chance, dass du. Dass der Automat stecken bleibt, oder? Das ist wahrscheinlich. So funktioniert der Automat. Autsch. Bob. Nicht nett, Mann, nicht nett. So. Schade, dass man nicht noch eine weitere Möglichkeit hat, irgendwie Geld zu donaten, ne? Naja. Ich will mein ganzes Geld loswerden, Mann. Selbst das kriege ich nicht hin. Dankeschön. Noch ein blaues Herzchen nach einem blauen Herzchen. Das heißt, das andere blaue Herzchen war random. Cool. Okay. Super Geheimraum. Ich glaube, das war Ranger. Nein, war es nicht. Lockdown. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Das geht in eine andere Richtung. Okay, gut, dann lass mal kurz Morn bekämpfen, ne? Let's go. Knapp vorbei an dem Boss war. Schade. So. Die stampfende Morn, wo man nicht lange kämpfen muss. Das ist sehr schön. Nicht lange warten muss. Das ist schön. Ich mag die Morn. Ich mag die Superform. Was eklig ist nur, sind die Türen, ne? Da musst du schnelle Reflexe haben. Ha, ho, ho, ho. Isaac, das ist mein Name. Das ist mein Name. Okay, was haben wir hier? Noch ein Guppy-Item. Das nehme ich mal mit. Oh boy, wie viel Leben habe ich noch? Egal, ich habe 9 Leben, ne? Ich nehme das Reiter-Item auch mit. Let's do this shit, man. Let's do this shit. Jetzt kriegen wir sexy goldene Kisten. Yeah. Und haben genug Schlüssel. Guck mal, das war knapp. Das war knapp. Hätte ich nicht 9 Leben, wäre das echt ziemlich crazy. Okay, pass auf. Wir haben Polaroid-Effekt. Let's go. Let's go, wir kriegen noch ganz viele blaue Herzen gespawnt. Keine Sorge, Leute. Alles wird gut. Okay, ouch. Oh. Okay, Bloody Crown. Wir haben auf der nächsten Ebene die Chance. Oh, ich habe jetzt. Ah, die Spritzentransformation. Sehr schön. Auf der nächsten Ebene haben wir. Ihr wisst, was ich sagen will. Wartet mal, wisst ihr, was ich sagen will? Haben wir Itemräume? Ja, genau, das wollte ich sagen. Sehr gut, Joker-Karte mitnehmen. Let's go. Jetzt erstmal blaue Herzchen farmen. Bloß nicht sterben jetzt hier, das wäre nicht cool. Bobby. Bobby, bring mich nicht um, Mann, Bobby. So. Oh boy. Schön Abstand halten erstmal. Okay, da kommt der Typ auf mich zu. Den dürfen wir nicht übersehen. Augen offen halten. Und tot. Blaues Herzchen. Bingo. Weiter geht's. Ich mag dieses Spritzen-Item. Hätten wir nur ein bisschen mehr Luck, würde es noch lustiger sein. Aber naja, lustig ist in diesem Run anscheinend verboten. Autsch. Oh, scheiße. Und hier schon der Boss. Scheiße. Warte mal. Okay, hier sind zu viele Superformen. Direkt das Space-Item drücken. Okay, und wir sind tot. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Okay, gut. Ich möchte ein paar blaue Herzchen. Jetzt haben wir den Polaroid-Effekt nicht mehr. Scheiße. Da habe ich ein bisschen scheiße gespielt. Da war ich gerade zu cool. Oh yeah, Luck up. Da werde ich belohnt für meine. Für meine Wahrheit, für mein Geständnis. Oh, scheiße. Wir müssen mit diesen giftigen Bomben auf jeden Fall die Typen zerstören. Dann teilen sie sich nicht, aber okay, gut. Hat zweimal geklappt, aber diese müssen wir jetzt so töten. Und Devil Deal, Baby. Yes, und blaues Herzchen. Okay, weißt du was? Ich nehme das hier mit. Let's go. Boom. Dann habe ich wenigstens den Polaroid-Effekt wieder. So, jetzt müssen wir aber weiter blaue Herzchen farmen und darf wieder nicht sterben, weil sonst haben wir den Polaroid-Effekt wieder nicht mehr. Ha, ja.
Ah, ist da drin? Ach, scheiß drauf, Mann, scheiß drauf. Ist mir zu kritisch und ich will unbedingt an diesem letzten Typen spielen. Und wir haben Itemräume auf der nächsten Ebene, nicht vergessen. Na, meine Range ist krasser, Boy. Get a grip, Mann, get a grip. Oder so. Okay. Wieder keins? Okay, das müsste jetzt aber der dritte Raum sein. Ich habe zu viel okay gesagt. Das liegt daran, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Alle vier Räume oder was? Wo ist Relic? Hey, Relic. Hallo. Ist Akku leer vom Relic oder was? Oh, das ist doch. Sehr schön. Ich dachte schon, der Akku ist leer. Boom. Buch einsetzen für 12 Damage. Das ist gut. 12 Damage ist besser als gar kein Damage. Sehr gut. Der Reiter hat sich jetzt plötzlich verwandelt. Crazy. Du. Und gleich will ich auf jeden Fall an diesen Typen spielen, Mann. Und der wird mir hundertprozentig was geben. Und weh, wenn nicht. Weh, wenn nicht, Mann. So, wir haben noch ein paar Räume. Let's go, let's go. Die klären wir alle. Die klären wir alle. Aber nicht Leben verlieren, nicht Leben verlieren. Das ist nicht unser Plan. Bloß kein Leben verlieren. Sehr gut. Drei Herzchen. I like it. I like it. Fliegen wir jetzt nicht schlecht, Mann. Ganz ehrlich. Oh boy. Da, oh, habt ihr es gesehen? Die Spritzen haben funktioniert. Cool. Das sah schön aus, Mann, wenn die sich so spalten. Bob reguliert da hinten. Sehr gut. Okay, und auf Wiedersehen. Blaues Herzchen. 404 not found, Mann. Immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was die Reiter so einzeln machen, aber die haben coole Effekte eigentlich. Ich glaube, einen von denen gibt es aber auch, der explodiert. Das wäre natürlich auch wieder blöd. Einer von denen explodiert auch. So. Dankeschön. Da liegt noch eine Batterie, aber das ist egal. Oh, hi. Na, was machst du denn hier? Oh, warte mal. Wow, what the fuck? Was hat ihn da so ge-one-hitted? Heilige Scheiße. Was war ja crazy. Haben wir schon den Geheimraum gefunden? Noch nicht, ne? Okay, und wir haben unendlich Bomben. Scheiße, Mann. Was hat ihn da so krass zerstört? Ich hab's gerade nicht voll gecheckt, ey. Also, ich hab's gerade nicht gecheckt. Nicht voll gecheckt. Was laberst du? Oh, scheiße. Bomben legen. Nicht erwischt werden. Vielleicht noch ein Herzchen bekommen. Nein. Oh, der gab keine Räume mehr. Scheiße. Gut, dann pass mal auf. Dann spielen wir jetzt an ihm. Komm schon, 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 komm schon. Yes. Hey. Das ist doch super. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. So, wir haben immer noch unsere Joker-Karte, falls ihr euch fragt, was wir hier rechts unten haben. Weil etwas Wunderschönes gerade den Blick darauf versperrt, nicht wahr? Hey, das bin ich. So. Scarred Womp. Boom, boom. Was haben wir hier? Na, könntest du das hier bitte aufheben? Devil, setzen wir auch noch ein, aber bringt nichts, weil es den Book of Belial-Effekt hat. Irgendwie dämlich. Irgendwie dämlich, oder? Irgendwie finde ich in letzter Zeit viele Dinge, die dämlich sind. So, vielleicht sollte ich einfach mal akzeptieren. Hey, fertig. Einfach akzeptieren. Lockdown, hey, ja. Das ist auf jeden Fall das Zeug, das ich brauche. Yay, sehr gut. Da, dieser rote Reiter explodiert. Genau, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen bei dem Kollegen Suicide King. Oh, Doppel-Suicide King. Ich tu's. Ich tu's mal, wir kriegen Stuff. Monsters Lunge zum Beispiel. Leck mich am Arsch, ja. Leck mich am Arsch, ja. Diese Stimme hört man auch so gut wie nie, ne? Suicide King. So, wir können jetzt das hier mitnehmen, weil auf dieser Ebene sind jetzt eh, wurde der schon, also er wurde schon gerendert sozusagen, der Itemraum. Ist gerade ziemlich kacke, dieser Raum hier, um zu farmen. Okay, einmal kurz rausgehen, ist mir doch ein bisschen zu blöd hier. So, das hier aufheben. Die Bohne, ja. The Devil, Devil, Fool, Joker, wir haben, ne, die Bohne will ich nicht haben, wenn dann das Buch und Scapula. So, aber nicht vergessen, ne, schön den Itemraum mitnehmen. Yes, man, Monstrous Lunge, ey, da habe ich mich gefreut gerade, als ich das gesehen habe. Jupp, da ist der Itemraum, wie ich gesagt habe. Der Crooked Penny, der nur Sachen dupliziert. Ah, oh, komm schon, ist es echt das Beste, was du mir geben kannst, Mann? Das ist echt das Beste. Weißt du was? Ich spiele jetzt an diesen Typen und er gibt mir was Krasseres. Hey, nichts gegen dich. Nicht, dass du mir nie was Krasses gibst, aber du weißt schon selber. Du weißt schon selber, Mann. So. Na komm, weiter, weiter. Nimm mein ganzes Geld. Oh, den Crooked Penny. Warte, den will ich gar nicht haben. Wir können das hier aber beziehen. Hey, cool. Wozu brauche ich das, Mann? Na, vielleicht doch schon. Vielleicht nehme ich...
Vielleicht nehme ich doch hier so den mit, falls wir zwei Devil Deal Items mitnehmen wollen, ha? Huh? Und nicht sterben wollen dabei. Oh mein Gott, okay, vierer Luck. Tough Love, ich will Tough Love. Oh boy. Das sind vielleicht nervige Dudes. Das sind vielleicht nervige Dudes, sag ich dir. Oh, monstrous Lunge mit ganz vielen Spritzen. Yes, und wir haben ja ein bisschen Luck up. Aber man braucht viel, viel mehr Luck up, um diese Spritzen zu triggern. Habe ich das Gefühl, falls es überhaupt Luck abhängig ist. Autsch, hier wollte ich eigentlich nicht rein. Egal. Egal, 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 egal. Boom. One shot, one kill. Oh, hallo. Was haben wir hier drin? Steven? Nein. Steven! Zack, 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 alles aufheben. Luck von 4. Das heißt also, wir würden ganz viele Kisten bekommen. Haben wir nicht auch Guppy's Tail? Ja, wollte mich gerade schon beschweren. Und hey, ich habe eine gute Neuigkeit für euch. Wir haben noch mehr Säcke, die wir aufheben können. Oh boy, weiter geht's. Hm, sogar ein super Geheimraum. Mal gucken, was es hier gibt. Ah, ein super Geheimraum. Nein, das ist gelogen. Dagas. Perfro, Blank Rune. Ist wieder Dagas. Ja, Perfro könnte man schon mitnehmen und dann im Devil Deal rerollen und dann nochmal zurückgehen und die Joker-Karte schnappen. Das wäre jetzt, glaube ich, der Plan. Das wäre der klügste Plan auf jeden Fall. Sehr gut. Na, was haben wir hier? So viel Stuff, Mann. So viel Stuff. Zack, 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 zack. Nimm einfach alles mit hier. Nimm einfach alles mit. So. Und nämlich Bomben. Nimm einfach mit den Scheiß. Ganz ehrlich, Mann. Denk nicht drüber nach, Mann. Du bist mein Freund. Nimm einfach mit. Nimm einfach mit hier. Okay. Luck von 5. Okay, ich sollte vielleicht die Münzen doch aufheben. Wir haben gerade ziemlich viel Glück. Die Spritzen sieht man doch so ein bisschen häufiger, habe ich das Gefühl. So, guck mal, was wir hier jetzt bekommen. Leider können wir keinen Hasch machen. Hätte ich, glaube ich, sogar gemacht, Mann. Nee, hätte ich nicht. Gelogen, gelogen. Oh, wir können natürlich auf Angel Deal gehen und dort vielleicht mal rerollen. Oh, ja. Ja, let's go. Das sind geile Items, aber ich will es rerollen, weil das ist jetzt nichts, was mir irgendetwas Krasses bringt, weißt du? Es bringt mir jetzt nichts Krasses, deswegen reroll ich lieber den Scheiß hier. Boom! Und bekomme das geile Zeug hier. Ich hätte aber ehrlich gesagt das andere geile Zeug gerne gehabt. Das ganz andere. So, das bleibt ja jetzt offen, nicht wahr? Was, wenn ich nochmal eine Perfro finde? Ah, werde ich so oder so nicht. Bleiben wir mal true, Mann. Bleiben wir mal true. Ich werde eh keine Perfro wiederfinden. Autsch. So, jetzt gehen wir zurück und schnappen uns die Joker-Karte. Wahrscheinlich finde ich hier gleich eine Perfro-Karte. Oh, Hierophant. Hierophant, hi, my friend. Boom. Jetzt schießen wir Lichter des Todes. So, Joker-Karte dann auf der nächsten Ebene einsetzen. Jupp, machen wir. Bla, bla, bla. Rote Kiste könnten wir eigentlich finden. Ach, halt die Schnauze, Holly, aus der Vergangenheit. So, ich will einfach nur schnell geiles Zeug haben, Mann. So, okay. Gut, keine Joker-Karte. Keine Perfro-Rune. Das freut mich schon mal sehr. Fühle ich mich direkt besser. Okay, und Joker. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht den Polaroid-Effekt. Das ist ein bisschen blöd. So. Aber dafür vernichten wir hier alles. Einfach easy peasy. Jop. Okay, ich dachte, diese zwei reichen. Einmal dieses Backtracking. Aber jetzt wäre eine Emperor-Karte ziemlich cool. Oder eine andere Karte. Irgendwas Cooles hier. Die Münzen aufheben. Die müssen auf jeden Fall aufheben. Okay. Emperor-Karte. Ich behalte meinen Daumen. Der macht plus 1 Luck und das ist cool. Oh boy. So, und das ist natürlich nicht der richtige Weg zum Boss. Hey, hat mich auch gewundert. Hat mich auch gewundert. Emperor, Emperor, Death. Huh. Oh, wenn die rote Kiste mich jetzt reinportet, dann bin ich aber angepisst, sag ich dir. Okay, Gott sei Dank. So, Devil, 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 bla bla bla. Weiter geht's. Was haben wir hier? Nochmal Devil. Überall dieser Devil. Hilfe. So, helft mir doch. Mhm. Ja, wir haben genug Schlüssel, deswegen könnten wir die ganzen goldenen Kisten öffnen und Stuff bekommen. Let's go. Boom. Und Hermit. Hey, könnten wir auch einsetzen. Vielleicht portet das dann sogar zum Boss. Na, so ein selbstgemachter... Oh boy, wo bin ich jetzt, Mann? So ein selbstgemachter, so eine selbstgemachte Emperor-Karte, die nicht ganz funktioniert. Ich denke die ganze Zeit, ich kann fliegen, ey. Aber ich kann's nicht. Scheiße. Wenn ich gleich Guppy werde, dann kann ich's vielleicht. So, Buch einsetzen für 14 Damage. I like it. Explosive Diarrhea. Einfach einsetzen, Mann. Ja, yeah. Klingt geil, wenn du das sagst, Mann.
Macht mich richtig an. Explosive Diarrhea. Oh ja, bitte. So. Ein Sticky Nickel. Boah, der triggert mich richtig, Mann. Ich muss ihn mir holen. Ja. Was haben wir hier? Speed up. Ich hab schon. Ich bin schon schneller als das Licht. Mehr oder weniger. Wo zum Teufel hast du mich hier hingeportet? Bin ich hier richtig? No. Scheiße, Mann. Wo bin ich? Puberty. Lock up, Mann. Wo ist Lock up? Okay, das ist Devil. Ist das der Anfangssong? Wo zum heiligen Bimsbams bin ich? Das ist auch falsch. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, das ist der Startraum gerade gewesen. Aber das war er nicht. Und hier unten geht's weiter. Okay, ich versuche mir gerade die Map vorzustellen, aber das ist nope, unmöglich gerade mit meinem kleinen Gehirnchen. So. Boom. Sehr gut. Expecta. Leider kein... Oh mein Gott, wir machen ein Full Clear von der... Im nächsten Run nehme ich die Emperor-Karte mit, einfach damit ich nicht wieder hier so einen Scheiß hab. Hier vielleicht? Nein, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir könnten sogar ein paar Mal dran spielen. Eins. Siebenmal oder so. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Guten Tag. Sieben. Acht. Ist das ein Scheiß? Neun. Okay. Gut, jetzt muss ich aufpassen, sonst werde ich gleich zu dem anderen Dude geportet, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Tour Spades, okay. Oh, haben wir hier die Black Rune. Das ist natürlich super. Das ist natürlich mega gut, Mann. E-Wars. Was haben wir hier? Ace of Hearts, the Devil. Pass auf, dann nehmen wir die Black Rune mit. Damit wir sie schön in der Chest gleich einsetzen können, falls da Bullshit-Items sind. Damit wir aus guten Items was Gutes machen können, ne? Aus schlechten Items was Gutes machen können. So. Oh, Gott sei Dank, wir haben den Boss gefunden. Ah, Guppy? Leider nicht. Komm, nehmen wir mal Strength mit. Und das hier, das sollte ja funktionieren, ne? Hat's? Ich glaube schon. Oh, Two-Shot, Baby. Two-Shot, Baby. So, und jetzt bin ich gespannt, was wir so als Belohnung bekommen hier unten. Yes, man, two-geshotted. Let's go. Ich will Bouncy Tears. Bouncy Tears macht voll Spaß, vor allem mit dieser Range. Curse of the Lost. Oh mein Gott. Emperor Karte. Triple Shot wird mitgenommen. Und das wird eingesaugt. Boom. Minus 11 Tier-Lilay, plus 1 Damage, ein bisschen Luck. Okay, I like it. Oh mein Gott, Triple Shot ist ja richtig kacke mit Monstrous Lunge. Was habe ich mir hier angetan? Uh-oh. Uh-oh. Da muss ich ja die anderen jetzt die Arbeit machen lassen. Wo ist eigentlich mein Bob's Brain? Achso, der ist gerade gestorben, ne? Okay. Na, ein bisschen Tiersub vielleicht? Set Bombs würde ich auch akzeptieren. Okay, oder größere Dinger. Na, na, na. Oh, yes. Riesige Bananen schießen wir hier gerade. Wenn man genau hinsieht. Da könnte meine Stats rerollen, was Cooles draus machen, aber ich weiß ja nicht. Soll ich es mal einsetzen? Komm, lass mal testen. Ah, plus 1 Tier Delay, minus 3 Damage, aber dafür Range. Oh, weißt du was? Ich setze es gleich nochmal ein. Und bekomme mein... Oh, wow. Du, Drecksack. Oh, das ist auch schön. Bow. Ah, da verschwindet er. Scheiße, Mann. Okay, ich brauche Batterien, unbedingt. Da will man was riskieren und wird direkt so bestraft hier. E-Wars. Nope, I don't need E-Wars. So. Lockdown. Nope. Nimm Strength. Nope. Nimm Strength mit. Jetzt haben wir's. Und plus 14 Damage, aber plus 3 Tier Delay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ballert aber richtig. Ich behalte das mal. Was, wenn die Spritze trifft? Das wird bestimmt voll übel aussehen. Let's go. Vielleicht finden wir gleich noch ein paar Tiersub-Items. Wenn nicht, kann ich ja immer noch rerollen. Wenn uns das nervt. Aha. Strength, 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 Strength an jeder Ecke. Der hat den ganzen Speed genommen und auf Damage gepackt, oder was hier? nope, I don't need this. Na, 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 na. So, was haben wir hier? Das ist E-Wars schon wieder. Das gibt's doch nicht. Joker? Ancient Recall. Macht das nicht irgendwie Karten droppen? Ja, genau. Das ist irgendeine Magic-Karte, ne? Soweit ich weiß. Ah, oh, das spawnt einfach in mir. Was soll das? Ich habe auch Gefühle. Und ich glaube, wir finden jetzt gleich den Boss und dann kann ich ja einmal noch rerollen. Oder
Oder wir gucken mal. Vielleicht one-hitten wir den Kollegen auch. Komm schon, Kisten. Ein paar Kisten gehen noch. Yes, Mann. Das ist so groß, dass ich einfach hier die auch alle one-hitten kann. Crazy. Und hier ist der Boss. Was haben wir hier? Chariot. Nee, Strength, Mann. Strength. Und boom. Minus 35 Tier-Delay. Wow, aber minus 22 Damage. Aber dafür schießen wir jetzt schneller. Das ist, glaube ich, angenehmer. Gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Folge Isaac für heute. Und jetzt müssen wir ruhig sein und gute Nacht sagen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. War ziemlich geschmeidig, die Runde. Ciao. The End of Night kam heute auch online. Könnt ihr euch angucken. Ist cool.